Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich sehr, dich hier zu begrüßen bei meinem neuen Video. Heute soll es sich um ein kleines Update-Video handeln über meine Crowdfunding-Kampagne unter anderem und sonst so, was eigentlich in meinem Leben gerade momentan so los ist. Also seid gespannt. Das neue Jahr hat begonnen und die Crowdfunding-Kampagne ist so circa einen Monat alt. Da habe ich sie gestartet, habe auch ein entsprechendes Video dazu gemacht, wo ich erkläre, was ich mit der Finanzierung vorhabe. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar kleine Updates-Informationen geben. Im Allgemeinen habe ich insgesamt 92 Euro an Spenden erhalten. Teilweise über PayPal und natürlich auf der Crowdfunding-Kampagne auf GoFundMe. Ich bin einfach sehr dankbar für die Leute, die mich unterstützen. Danke nochmal, dass ihr an mich glaubt und mir auch die nötige Liebe und Kraft schenkt und einfach mir Hoffnung gibt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dafür einfach nochmal einen riesengroßen Dank. Ich habe jetzt schon mal den Grafikdesigner engagieren können. Das heißt, er wird schon mal einen Teil des Logos bzw. des Charakters schon mal erstellen. Da werde ich dann auch euch wissen lassen, wenn die Bilder bzw. die Logos fertig sind, werde ich ein paar kleine Ausschnitte machen. Das dauert jetzt so circa 2 Wochen, bis die ersten Bilder kommen werden. Außerdem gibt es ein kleines Update beim Folientunnel. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich würde mir gerne den Folientunnel von der Marke FitClear besorgen, Typ 6000. Hat bei der Anfrage ca. 3500 Euro gekostet. Allerdings muss ich sagen, dass ich wegen dem YouTube-Kanal Permaglück haben die mir zum Beispiel einen anderen Folientunnel empfohlen, den die zwei netten Menschen auch für ihre Permakultur verwenden werden. Und das ist ein britischer Hersteller. Und bei dem Folientunnel kann man seinen Folientunnel individuell anpassen. Wie sollen die Türen gestaltet werden? Nämlich zum Beispiel Tomatenhaken oder sonstige Stabilisierungsmaßnahmen. Oben zusätzliche Stangen oder unten nochmal ein besseres Fundament. So kann man einfach schrittweise seinen Folientunnel für seine Bedürfnisse anpassen. Und für das Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich sagen, dass der Folientunnel dann doch recht günstig ist. Also das heißt, ich habe mal ein bisschen rumgespielt zum Beispiel und festgestellt, dass der Folientunnel bei mir so circa 2000 Euro kosten würde, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Maßen, die ich gerne haben würde. Die habe ich natürlich auch in dem ersten Crowdfunding-Video erläutert, wie groß ich ungefähr den Folientunnel haben möchte. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Außerdem habe ich auch einen kleinen Blog-Eintrag auf meiner Webseite erstellt. In der Anfangszeit waren viele Menschen sehr misstrauisch. Sie haben nicht recht den Nutzen für sich rauserkannt, warum sie mich unterstützen wollen, beziehungsweise haben mir auch Sachen vorgeworfen, dass ich eine richtige Arbeit nachgehen soll, eine Ausbildung nachgehen sollte und nicht auf Kosten der Gesellschaft zum Beispiel leben sollte. Und da ist es halt so, ich habe grundlegend nichts dagegen, wenn ich Leute berate, die mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben, Tipps und Tricks gebe bezüglich Permakultur, wie sie das zum Beispiel umsetzen können bei sich im Garten oder zum Beispiel auch im Balkon oder in der Hausgärtnerei, weil die Methoden für nachhaltiges Gärtnern kann man ja sowohl draußen als auch drinnen in den eigenen 4 Wänden anwenden. Und da habe ich auch schon einige Erfahrungen gemacht. Natürlich freue ich mich auch tierisch, wenn Leute mich besuchen kommen würden. Und dann würde ich denen halt zum Beispiel meine Felder zeigen und ihnen auch einen persönlichen Rundgang auch gerne geben. Also das heißt, dass wir uns dann meine Anbauflächen anschauen, den Anbau, den ich zum Beispiel in der Zeit habe. Und dann kann ich auch nochmal zusätzlich dazu Permakulturprinzipien erklären und allgemein auch meine Mentalität, warum ich das alles mache und euch einfach von meinem Wissensschatz, sage ich mal,
bereichern. Und es freut mich einfach tierisch, wenn einfach Leute vorbeikommen würden und wir uns so kennenlernen würden. Natürlich würde ich auch, hätte ich auch nichts dagegen, Kindern beizubringen, das Gärtnern vor Ort weiter fortzuführen, ihnen einfach eine Perspektive geben, hey, in der Schule wird euch zum Beispiel Kochen beigebracht, das ganze Wirtschaftszeug, und wenn ihr Interesse habt, dann kann ich euch ein bisschen auch in die Schiene des nachhaltigen Gärtnerns weiter fortführen. Ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn Leute zum Beispiel vorbeikommen. Ja, und ich habe viel übrig, also viel vom Anbau. Und da habe ich auch nichts dagegen, wenn ich zum Beispiel euch einfach dann, wenn ihr vorbeikommt und wir uns besser kennenlernen und ihr eventuell auch mich unterstützt und mitarbeitet, dass ich euch Obst und Gemüse einfach so gebe. Habe ich auch nichts dagegen. Ich habe sowieso vor, viel Überschüssiges zu machen, sodass halt auch die Region bei mir auch mit profitiert von meinem Anbau, und für mich ist es halt sozusagen ein Geben und Nehmen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt maximal profitorientiert ist und dann alles für sich einstreichen möchte. Das hat für mich einen Grund, warum ich das mache. Hätte ich das aus Profitgründen gemacht, dann wäre ich bei der Wirtschaftsinformatik geblieben, hätte für die Industrie gearbeitet, dann hätte ich dort mein Geld super verdienen können. Wie gesagt, das ist für mich ein Lebenswandel, dieses ganze Permakultur. Und für mich ist das mein Anteil für eine bessere Welt, für eine harmonischere Welt. Und ich finde es halt einfach erschrecklich, dass Leute für gesundes Obst und Gemüse sehr viel Geld ausgeben müssen und deshalb meistens dann nicht das Obst und Gemüse wählen, weil sie zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger sind oder sonstige Schwierigkeiten mit finanziellen Mitteln haben. Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen entgegenkommen. Dann zur Anschuldigung, ob ich jemanden auf der Tasche liege, beziehungsweise meine Eltern oder der Gesellschaft. Grundsätzlich unterstützen mich meine Eltern. Sie finden es super, wie ich meinen Lebenswandel gestalte, und ich habe sie auch diesbezüglich auch gefragt und habe ihren Segen. Und ob ich der Gesellschaft auf der Tasche sitze, sage ich ganz klar nein, denn es ist ja nicht meine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Ich wurde hier hineingeboren und ich habe mich sozusagen 20 Jahre lang irgendwelchen Regeln und Vorstellungen gebeugt und habe halt hier jetzt andere Erkenntnisse erlangt und möchte halt so meinen eigenen Weg gehen. Und wie gesagt, es ist nicht meine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur meine Schuld, wenn sie so bleibt, und aus dem Grund mache ich auch hier diesen Sinneswandel. Also das heißt, dass ich mich bewusst eigentlich gegen dieses System, gegen diese westliche Lebensweise eigentlich stelle und meine Leidenschaft folge, das Leben im Einklang mit der Natur, die Permakultur und natürlich auch meine Leidenschaft, das Tai Chi und das Qigong bzw. die Meditation, weil das natürlich auch mich beruhigt. Ich möchte niemanden, weil ich auch die Anschuldigung bekommen habe, das Gärtnern ist nicht das, um die Leute aus diesem Krankensystem, sage ich mal, zu befreien. Da sage ich einfach, es ist mein Weg. Ich möchte nicht, dass jeder Gärtner wird, jeder sich für Permakultur interessiert, oder dass ein Muss ist, dass das jeder macht, weil sonst ist er ein schlechter Mensch. Ganz klar sage ich hier nein. Nicht jeder muss Gärtner oder sich für Permakultur interessieren. Das kann ich auch für niemanden erwarten, aber was ich erwarte von anderen ist, dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin, dass das meine Leidenschaft ist und ich da einfach aufblühe. Und jeder hat seine eigene Aufgabe, jeder hat seine eigenen Talente und seine Bestimmung in dieser Welt, und diese sollte er halt auch nachgehen. Und ich bin ich, weil du bist. Das ist einfach ein wichtiger Satz, wie ich finde, dass man einfach den Menschen so sein Leben lässt, wie er es will, ihn so akzeptiert, wie er will, und ihm da keine Ideologien oder etc. aufsetzt, das sage ich mal. Und da ist es halt so, dass mir auch viele Leute zugekommen sind und gesagt haben, mit
mit der Permakultur oder mit der Gärtnerei wirst du hier den Crash oder was auch immer nicht aufhalten können. Und da sage ich ganz klar, doch, kann ich, weil ich meinen Weg gehe. Und ja, wenn es die Gärtnerei ist und für mich die Natur und das Leben im Einklang mit der Natur für mich als Lebensgrundlage darstellt, dann ist das so. So ändere ich das System und so verändere ich auch eventuell einen Crash. Also, ja, das ist einfach mein Weg. Abschließend möchte ich einfach nur sagen, dass ja, mein Herz mir den richtigen Weg zeigt und ich immer mehr Menschen kennenlerne, die mich unterstützen, sowohl im Internet als auch hier in Costa Rica zum Beispiel. Also hier zum Beispiel ist es so, dass die Leute, wenn ich ihnen von meinem Traum erzähle, dass ich eine Permakultur aufbauen will und hier ein autarkes Leben ja, etablieren möchte, dann höre ich nur Zuspruch von den Leuten, die sagen, das ist super, das ist klasse, bleib dran an einem Traum, dann wird der Wirklichkeit. Die Leute sprechen mir zu, geben mir Tipps, auf was ich beim Grundstückkauf achten soll oder geben mir auch Verweise von Leuten, die hier eine eigene Permakultur haben und hier schon sozusagen nachhaltig anbauen und gärten. Und das finde ich einfach wunderbar und klasse, dass mich einfach Leute Zuspruch geben und mir nicht sagen, hey, wie würdest du das finanzieren, das wird ja sowieso nichts oder sonstige Dismut zusprechen, sondern hier kommen die Leute wirklich zu und sagen, hey, klasse, das schaffst du als junger Mann, super, dass du das machst, ich glaube an dich. Und das finde ich einfach wunderbar und herrlich, diesen Zuspruch, und das gibt mir einfach Kraft, meine Träume und meine Ziele zu verwirklichen, das Peace-Projekt weiter voranzubringen. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr ja diese Message verbreiten würdet, meinen Kanal zum Beispiel abonnieren würdet und es auf ja, euren Freunden weitererzählt, sowohl im Internet bei Facebook, Twitter, Human Connection, über Telegram habe ich natürlich auch einen Kanal oder einfach Freunden, Bekannten, Familien mündlich von meinem Kanal, von meiner Webseite oder auch von der Crowdfunding-Kampagne auf GoFundMe zum Beispiel erzählen würde. Denn ja, das würde mich einfach tierisch freuen, mir einfach Feedback geben, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich einfach wunderbare Menschen ja, in meinem Rücken habe. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Genießt einfach das schöne Tag, schöne Zeit, schöne Winterlandschaft zum Beispiel in Deutschland. Ich genieße hier das wunderbare Wetter hier in Costa Rica. Ich genieße die letzten 4 Wochen noch ungefähr. Und wie gesagt, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.